30% der Lebensmittel landen laut dem Bundesumweltamt auf dem Müll. Was hat Verschwendung eigentlich mit DevOps zu tun? Das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zur Vorlesung DevOps, heute mit der Fortsetzung zu Flow. Die Lernziele für diese Lerneinheit sind heute, dass Sie verstehen sollen, warum viele Übergaben zu langen Deployment-Durchlaufzeiten führen und verstehen, wie man Flaschenhälse in Prozessen identifiziert und Ansätze kennenlernt, diese zu beseitigen. Letztendlich sollen Sie das Konzept der Verschwendung kennenlernen und verstehen, wie man diese Verschwendung vermeidet. Sprechen wir über Übergänge in typischen Deployment-Prozessen. Wie viele Schritte denken Sie eigentlich sind notwendig, um Code aus einer Versionsverwaltung, zum Beispiel Git, in die Produktionsumgebung zu bringen? Zur Erinnerung, wir sprechen ja immer von Systemen, die wir entwickeln und betreiben, keinen sogenannten Boxed-Produkten, die man auf einem Datenträger kauft. Nehmen Sie sich ein paar Sekunden Zeit und spielen im Kopf einmal alle Schritte durch, die notwendig sein könnten, um ein Stückchen Software auszurollen. Tatsächlich können es hunderte oder sogar tausende Schritte sein, die bei einer Deployment-Laufzeit von Monaten notwendig sein. Dazu gehören zum Beispiel das Einrichten von Servern, das Auschecken und Bauen von Code, Testen, das Administrieren der Server, das Einrichten und Verwalten von Storage-Systemen, die Konfiguration des Netzwerks und Load-Balancern, das Testen und Durchsetzen von Sicherheitsmaßnahmen, hoffentlich noch mehr Testen und ganz sicherlich auch zahlreiche Freigaben und natürlich die Fehlersuche. Jedes Mal, wenn Arbeit von einem Team zu einem anderen übergeben wird, ist jede Menge Kommunikation erforderlich. Hier werden Telefonate geführt, E-Mails geschrieben, Wiki-Seiten aktualisiert und gelesen, hoffentlich, Tickets angelegt, eingeplant, abgearbeitet und abgeschlossen. Da wird nachgefragt, es werden Meetings einberufen, es werden noch mehr E-Mails geschrieben, es werden Videokonferenzen abgehalten und vermutlich werden noch mehr Meetings stattfinden. Jeder Schritt birgt dabei die Gefahr, dass gewartet werden muss, bis die Arbeit begonnen wird. Sogar unter den besten Bedingungen geht bei jeder einzelnen Übergabe Information bzw. Wissen verloren. Das Problem? Viele der genutzten Ressourcen werden in unterschiedlichen Werteketten in Anspruch genommen. Anders ausgedrückt, es besteht fortwährend eine Konkurrenzsituation, was diese Ressourcen angeht. Das gilt gleichermaßen für Geräte, Prozesse, aber auch Mitarbeiter im Unternehmen. Um die Situation zu verbessern, gilt es, die Anzahl der Übergaben zu verringern. Eine Möglichkeit ist es, Arbeitsschritte zu automatisieren, damit überhaupt keine Übergaben mehr notwendig sind. Eine andere Möglichkeit ist die Reorganisation der Teams, in der der jeweilige Kunde selbst einen Wert bereitstellen kann. Als Beispiel dient hier wieder unsere Unternehmensfirewall. Anstelle nun ein Ticket anzulegen, in dem ich eintrage, welche Ports ich in einer Firewall freigeschaltet haben möchte, könnte ich dies ja selbst tun. Das birgt zugegebenermaßen natürlich ein gewisses Risiko. Um die Freischaltung und gegebenenfalls einen späteren Rückbau der freigeschalteten Routen zu automatisieren, könnte ja nun eine API bereitgestellt werden, sodass ich dies in meinem Deployment-Prozess automatisch einbinden kann. Somit könnten Tippfehler in Tickets und Wartezeiten nahezu eliminiert werden. Außerdem wäre es hier möglich, automatische Prüfungen hinsichtlich eines lückenlosen Rückbaus zu implementieren. Oder ich könnte dieses Thema vollständig in meinem Team lösen, indem ich zum Beispiel sogenannte Software-Defined Networks nutze, die ich ebenfalls programmatisch und damit automatisch im Build-Prozess verwalten kann. Letzteres ermöglicht mir zusätzlich die Möglichkeit, das Netzwerk selbst zu überwachen und schnell zu reagieren, sodass auch im Betrieb weniger Wartezeiten anfallen. Probleme kann ich direkt im Team lösen. Im Gegenzug hierzu würde ein Tippfehler in einem Ticket dafür sorgen, dass ein falscher Port geöffnet wird. Wird beim eigentlichen manuellen Freischalten noch ein Fehler eingebaut, dauert es vermutlich sehr lange, bis der Fehler gefunden ist. Nicht nur, dass alle Prozessschritte wiederholt werden müssen, die Ursache muss erst gefunden werden. Eventuell finden Schuldzuweisungen statt, die Wartezeiten erhöhen sich schlagartig für andere Teams, da mehr als eine Abteilung involviert ist.
Eskalationen sind jetzt quasi vorprogrammiert. Wenn es also darum geht, Mehrwert zu schaffen, indem wir eine Anforderung möglichst schnell in den produktiven Bereich über Betrieb überführen, haben wir in diesem Beispiel gerade das Gegenteil erreicht. Haben wir es nun geschafft, gleichgültig, ob durch technische oder organisatorische Maßnahmen, dass wir die Wartezeiten reduzieren, haben wir einen erhöhten Flow. Und die Reduktion der Wartezeiten bedeutet, wir haben die Zeit reduziert, in der wir keinen Wert generieren. In jeder Wertekette gibt es immer genau eine Fließrichtung. Entlang dieser Fließrichtung gibt es genau einen Flaschenhals. Wo soll man also optimieren? Optimiert man vor dem Flaschenhals, verschlimmert sich nur der Rückstau. Es bringt ja nichts, wenn wir mehr in die Flasche füllen, quasi von hinten, als ablaufen kann. Optimiert man nach dem Flaschenhals, verschlimmert sich die Eidelzeit, also die Wartezeit. Es passt ja immer noch nicht mehr durch den Flaschenhals. Wir müssen also den Flaschenhals beseitigen. Folgende 5 Schritte helfen, Flaschenhälse in einem System zu beseitigen. Erstens, den Flaschenhals identifizieren. Zunächst müssen wir ja herausfinden, wo sich die Arbeit überhaupt anstellt. Zweitens, wir müssen herausfinden, wie wir den Flaschenhals überhaupt beseitigen können. Dafür ist es ja notwendig zu verstehen, wie dieser überhaupt zustande kommt. Drittens, haben wir entschieden, wie wir den Flaschenhals aufbohren wollen, gilt es, alle anderen Tätigkeiten dieser Entscheidung unterzuordnen. Warum macht das jetzt eigentlich Sinn? Erinnern wir uns an die Grafik zuvor. Egal, was wir jetzt machen, wir werden nicht schneller, solange der Flaschenhals existiert. Viertens, jetzt gilt es, den Flaschenhals tatsächlich zu beseitigen. Fünftens, wir fangen von vorne an. Haben wir nämlich einen Flaschenhals beseitigt, wird ziemlich sicher ein weiterer auftreten. Dabei müssen wir aber auch darauf achten, dass der beseitigte Engpass nicht wieder auftritt. Wenn man mit langen Deployment-Laufzeiten konfrontiert ist, folgen diese oftmals ähnlichen Mustern. Zum Beispiel gibt es Probleme beim Deployment. Tage, Wochen oder gar monatelanges Warten auf Test- oder Produktivumgebungen. Umgebungen müssen nämlich erst einmal bestellt werden. Umgebungen müssen möglichst eigenverantwortlich erstellt werden können. Zum Beispiel durch Self-Service oder durch Infrastructure as Code. Die Umgebungen müssen möglichst immer verfügbar sein, wenn wir sie benötigen, ohne dass wir lange darauf warten müssen. Egal, ob auf Test- oder Produktivumgebungen gewartet wird, es dürfen keine Tage, Wochen oder gar Monate sein. Umso mehr Schritte notwendig sind, umso mehr Personen involviert sind, desto fehleranfälliger und langwieriger werden Deployments. Deployments müssen also möglichst automatisiert durchgeführt werden und möglichst von jedem Entwickler angestoßen werden können. Manuelles Tests müssen möglichst automatisiert durchgeführt werden. Umgebungen müssen möglichst automatisiert erzeugt werden können und Warten auf Testumgebungen sollte möglichst verringert werden. Strikte Architekturen, die durch Freigabeprozesse geprägt sind, verzögern ebenfalls Entwicklung und das Deployment. Wir benötigen also eine lockere, gekoppelte Architektur, sodass Änderungen sicher und autonom durchgeführt werden können. Optimalerweise kann jedes Team entlang gewisser Richtlinien entscheiden, wie sie diese umsetzen möchten. Wir hatten jetzt da schon ein, zwei Mal auf den Begriff Verschwendung hingewiesen. Der Begriff Verschwendung, auf Englisch Waste, ist vor allem aus dem Lean-Ansatz bekannt, fußt jedoch im Toyota Production System, das wir auch schon in den vorherigen Einheiten kennengelernt haben. In der klassischen Verwendung beschreibt der Begriff Verschwendung oder auf Japanisch auch Muda alles das, wofür der Kunde nicht bereit ist zu zahlen oder was er nicht benötigt. In unserem Fall verstehen wir eher alles darunter, was Verzögerung verursachen kann. Basierend auf Implementing Lean Software Development lassen sich dabei folgende Kategorien von Verschwendung identifizieren. Teilweise erledigte Arbeiten. Jede Arbeit, die begonnen, aber nicht abgeschlossen wird, liefert keinen Mehrwert. Noch schlimmer, je länger diese Arbeit liegt, desto mehr verliert sie an Wert. Zum Beispiel begonnene, aber nicht abgeschlossene Anforderungsdokumente. Auch zusätzliche Prozesse wie unnötige Reviews oder Abstimmungen, die keinen Mehrwert liefern, sind Verschwendung. Features, die der Kunde nicht benötigt, aber vielleicht Entwickler toll finden, sind ebenfalls eine Art von Verschwendung. Das Wechseln von Aufgaben ist mit einem Context-Switch verbunden, benötigt Zeit und Ressourcen und führt somit zur Verzögerung von Arbeit. Über Wartezeiten hatten wir ja schon gesprochen. Also jedes Mal, wenn wir auf andere Ressourcen oder Mitarbeiter warten müssen, handelt es sich ebenfalls um eine Art der Verschwendung. Auch wenn es in der Technologie-Wertekette nicht auffällt, Informationen von einer zur nächsten Arbeitsstation zu bewegen, ist ebenfalls eine Art der Verschwendung.
Entweder werden zusätzliche oder unnötige Kommunikationen erforderlich, weil Mitarbeiter nicht nah beieinander sitzen oder weil Aufgaben übergeben werden. Auch Fehler sind Verschwendung. Falsche oder unklare Informationen, fehlerhafte Zulieferung oder Vorarbeiten verursachen Aufwand. Je mehr Zeit zwischen der Entstehung des Fehlers und dessen Erkennen liegt, desto aufwendiger wird dabei die Behebung. Jedes Mal, wenn Aufgaben manuell und damit nicht oder nur schwer wiederholbar oder eben nicht standardisiert, also jedes Mal anders ausgeführt werden, führt dies zu Verschwendung. Die letzte Art der Verschwendung sind Heldentaten. Auch über die hatten wir schon vorher gesprochen. Und die sind leider an der Tagesordnung. Sie sind oft notwendig, um die Ziele in einem Unternehmen zu erreichen. Dazu gehört es, Probleme in der Produktivumgebung mitten in der Nacht zu beheben oder Überstunden für ein Release zu schieben. Wo auch immer solche Heldentaten vollbracht werden, gilt es, diese sichtbar zu machen und für deren Behebung zu sorgen. Jeder, der sich selbst schon einmal in einer solchen Situation befunden hat, weiß, wie wichtig es in dem Moment erscheint, aber wie ärgerlich es im Nachhinein ist, dass es überhaupt dazu kam. Wenn wir versuchen, all die Punkte möglichst zu vermeiden, beziehungsweise zu reduzieren, schaffen wir es, einen möglichst schnellen Flow zu erreichen. Heute haben wir uns im zweiten Teil zum Thema Flow angeschaut, warum es sinnvoll ist, Übergaben zu vermeiden, warum und wo man Flaschenhälse beseitigen sollte und welche Arten der Verschwendung es gibt. In der nächsten Einheit befassen wir uns dann mit dem zweiten Weg, dem Feedback. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Episode gefallen hat, vergesst nicht, dem Kanal zu folgen. Wenn ihr noch Fragen zu speziellen Themen habt, dann stellt die gerne bei Twitter, hier in den Kommentaren oder in unserem Discord. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung.